Tag der offenen Türe beim Werkhof Buchs nach 4-5 Jahren Umbau hat man jetzt so schön alles zusammen. Grosse Geräte und grosse Faszination bei klein und bei gross. Ja, das ist jetzt schon etwas ganz Spezielles, wenn man so viele Geräte auf einmal sieht und sieht, wie schnell der Kleine da daher geht. Einmal so einen Schneepflug fahren, so eine Maschine, so einen Flug können bewegen, das ist wahrscheinlich ein Bubentraum und inzwischen vielleicht sogar auch ein Mädchentraum. Ja, und dann sind sie daher gekommen, gross und klein, übrigens lang nicht nur Buchsen, sondern eben auch Leute von weiter weg, die sich eben informieren wollten, was in der Stadt Buchs da so abgeht. Es war wirklich gerammelt voll gewesen. Gut, dass es keine grössere Aufgabe gibt für einen Werkhof an diesem Tag. Mich hat es noch ein bisschen überrascht, wie viel Interesse hatten, ja, auch von der auswärtigen Gemeinde. Und habe dann ein bisschen umgeschaut, wer ist dabei. Bei der Führung von Beat Czerny, der Flusni da von Sevelen oder der Dres von Grabus. Sie haben, glaube ich, gestaunet und alle haben Beat Czerny zugelassen. Und als die Führung dann vorbei war, die hat dann auch einzigartig, um ihn zu fragen. Beat, der Werkhof ist heute eröffnet worden, Tag der offenen Türe. 4-5 Jahre haben wir umgebaut. Was hat das gebracht? Für uns sehr gut, eine Erleichterung von der Umschlag. Wir konnten Aussendepots auflösen. Wir haben jetzt alles, außer dem Moos, haben wir noch ein Aussenlager. Und sonst haben wir alles in-house und können eigentlich so sehr effizient arbeiten. Und haben alles auf die Sicherheit für die Zuwa und alles aufgelegt, wo aus AFU ist jetzt zufrieden. Wir haben eigentlich jetzt einen topmodernen Werkhof. Und eben auch gute Ahnung, wenn man so durchläuft, dann merkt man, es braucht natürlich einen Haufen, gell? Es braucht für Signalisation, Schilder, das braucht Regal und ist sicher natürlich super, wenn man da darauf zugreifen kann, oder? Jawohl, so wissen wir auch, was wir alles haben. Wir, es ist nichts mehr irgendwo verstaubt in den Ecken oder so. Wir haben alles jetzt eingerichtet, haben schöne separate Ecke gemacht und Regal, dass man wirklich so wirst effizient. Du kannst schauen, was du alles noch hast, wie viel das Ersatz muss haben. Du bist eigentlich so effizient, kannst den Unterhalt im Dorf gewährleisten. Und eben, inzwischen ist Buchs natürlich eine Stadt geworden. Ich habe zum Teil gesehen, Sefer sind da gewesen, Grabsen, die haben gerade oben Wasser gehabt. Sind jetzt hier speziell gut ausgestattet oder haben fast auch nicht zu viel oder ist es gerade angepasst? Also, da werde ich noch manchmal gefragt, meine Kollegen rundherum. Sie sind kleiner, wir sind natürlich, jawohl, da kommt eine Stadt zum Tragen. Wir haben 12'000 Einwohner und rundherum kennen wir sie ein bisschen. Die haben die Hälfte oder knapp drüber. Dadurch sind wir schon, sagen wir, zwischen Chur und St. Gallen ein bisschen die grösste Werkhof und die grösste Stadt, dürfen wir sagen. Und dadurch haben wir natürlich, sind wir gut ausgerüstet, haben aber auch sehr viele Aufgaben. Das haben wir ja hier eigentlich wollen vermitteln, dass wir nicht nur die Wegmacher sind, die putzen, sondern eigentlich auch alles unterhalten. Wir haben sehr viel, das ist vielleicht speziell für Buchs, wir machen noch viel in-house machen. Wir haben zwei Gärtner, wir machen dadurch die Rabatte selber. Wir kaufen es zwar alles ein, beim einheimischen Gewerbe, umsetzen tun wir es selber. Und der Werkhof ist auch ein bisschen das Herz einer Stadt oder jetzt auch einer Kommune natürlich, gell? Ja, wohl, wir haben natürlich vielfältige Aufgaben. Und die Bürger sehen das natürlich im Winter, sind sie natürlich sehr froh um uns. Verlangen auch viel, verlangen saubere Strassen, Bahnhof. Wir haben natürlich, Buchs ist natürlich, weil es städtisch ist, hat der Grenzbahnhof, wo sehr viel, kriegen jetzt so einen neuen Bushof. Haben hier den Marktplatz, der sehr intensiv ist. Und da langen 13 Leute etwa mal nicht, gell? Weil wir meinen, sie sind Haufen, aber wenn es mal hart auf hart geht, ist es verreiset und was ich jetzt sonst etwas, dann ist es schon schwierig. He? Jawohl, ja. Wir haben Wir laufen sehr, darum kriegen wir auch viel Unterstützung von Asylsuchenden. Die Fetzli-Gruppe haben wir sicher auch schon gesehen. Ja. Ich habe einen sogar da, helft mir da draußen. Und so, und im Winter haben wir zugemietet. Wir tun auch im Sommer recht viel vergeben. Eben, es soll nicht immer nur heissen, wir machen alles nur in-house. Wir vergeben doch recht viel. Jetzt hat es einen Haufen Geräte noch hier oben, die für den Winter brauchen, zum Beispiel nicht drinnen. Die ändern alle mit dem Kran oben an. Jawohl, wir schauen natürlich auch den Wetterbericht. Wir sind froh, dass er natürlich heute und morgen noch Schnee angesagt hat, sonst wären wir ein bisschen in den Clinch gekommen. Das wäre ganz schwierig gewesen. Ja? Jawohl, das wäre dann ganz schwierig geworden. Und jetzt ist natürlich immer noch, sind wir noch auf Sommer. Also ja, wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase. Wir müssen noch an gewissen Orten mähen, lauben. Und an gewissen Orten, ja,
Der Schnee kommt noch nicht so weit runter. Jetzt haben wir super Maschinen, natürlich auch ein ganz grosses Budget, aber jetzt mal ehrlich, beherrschst du all diese Maschinen noch? Weißt du, so, wie viel Salz darfst du geben, zuladen etc. Und so, weißt du, und dann mit dem Flug, das ist alles ein bisschen kompliziert. Jawohl, das ist sehr kompliziert. Ich beherrsche ganz sicher nicht alles. Ich habe ein gutes Team im Rücken. Das wird ich auch gesagt haben. Eigentlich komme ich immer im Fernsehen und überall fragt man mich. Aber ich habe ein sehr kompetentes Team, das mich unterstützt, wo eben die verschiedenen Sachen darauf ausgebildet sind, gemacht. Ich bin einfach der Kopf und tue ein bisschen dirigieren. Und ich fahre einfach mit dem Meili, den komme ich raus. Ich komme bei Mengen. Ich weiß, wie es ungefähr funktioniert, was man braucht und so. Aber alles beherrschen tue ich nicht. Darum habe ich auch 13 Angestellte, sonst bräuchte ich die nicht. Und muss ehrlich sein, untereinander haben wir sehr gut. Der Werkhof ist auch noch zustande gekommen, wegen diesen 13, die alle helfen. Ja. Da hast du natürlich schon in der Familie gelernt, oder? Miteinander etwas machen und dann im Beruf nachher natürlich auch, oder? Also, du hast schon einen Beruf gemacht und ja, gelernt, hast schon mit so Maschinen umzugehen und mit Unfall gefahren, mit Sicherheit umzugehen, oder? Ja, jawohl, ja. Ich habe dort, ich bin Strassenbauer und hatte dort auch immer grosse Baustellen eigentlich gehabt und habe dadurch gelernt, auch eben einen grösseren Teil Leute zu führen und kommt mir da recht gut, dass ich da ein rechtes Team habe. Und dadurch sind wir ein Team. Es braucht immer vom Kleinsten bis zum Grössten. Es ist nicht nur ein. Du bist ja der Grösste, darum wirst du immer gefragt. Gell? Ja, stehst du im Fokus und so weiter. Jetzt die allerletzte Frage. Ihr steht ja jemand mal im Fokus. Wenn es gut läuft, dann beachtet man euch nicht. Und wenn dann mal irgendetwas nicht klappt, dann heisst es, hör gut, die Werkhöfer, haben sie nicht richtig geflogen, sind die Trottoir nicht frei, ist vereisert. Also, oder haben wir mit so Sachen in der Stadt Buchs wenig zu tun? Ja, uns passieren natürlich wie allen anderen auch unsere Fehler und alles. Und so gut, dass wir wirklich vermeiden wir es. Aber uns letztendlich ist Friedhof ist schon dieses Jahr nicht so gut gelaufen. Da haben wir auch 2-3 Fehler gehabt. Wir stehen dazu. Ja, weil es so viel ist, passiert so Zeug. Auch im Winter. Wir haben Bevölkerung, die nicht immer zufrieden ist. Wir versuchen es. Wir nehmen das entgegen, wir versuchen, dass wir uns von Jahr zu Jahr verbessern können. Aber es wird nie, eben perfekt ist keiner. Wir hoffen nur, dass wir die meisten zufriedenstellen können. Dein grösster Wunsch, was wäre das? Ich als alter Brunnenströssel, du als jugendlicher Brunnenströssel, wir sind ja fast nebendran so aufgewachsen. Was wäre das dein grösster Wunsch jetzt? Ich muss eigentlich sagen, ein grosser Wunsch. Habe ich eigentlich nicht. Wir sind wirklich akzeptiert hier. Wir haben einen neuen Werkhof bekommen. Wir haben gute Maschinen, ein gutes Team. Dass wir weiter gesund bleiben und es eben gut im Team haben, das gefällt mir wirklich. Dass wir es untereinander eben gut haben. Und eigentlich auch mit der Bevölkerung, mit dem Verein und alles, haben wir ein super Verhältnis. Und dass das weiter so ist, wie es jetzt ist, wir haben ein super Verhältnis eigentlich mit allen. Rundum zufrieden. Rundum zufrieden. Und dass es so weitergeht, wie es bis jetzt ist. Und keine schwerwiegenden Unfälle und all gesund bleiben. Das ist für mich das Schönste.